Sie ist eine der prominentesten Theologinnen Deutschlands. Viele kannten sie als Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche Hannover oder als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands. Ihre Bücher sind Spiegel-Bestseller und ihre Veranstaltungen beliebt. Heute ist sie bei uns zu Gast hier bei Alpha und Omega. Herzlich willkommen, Dr. Margot Käßmann. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute, Frau Käßmann, über das Glück sprechen, älter zu werden. Sie sind vor 2,5 Jahren in Pension gegangen. Sie waren damals gerade mal 60 Jahre alt. Warum so früh? Ja, ich habe mir das überlegen können. Aufgrund der Lage des niedersächsischen Beamtenrechts müssen wir jetzt mal sagen, dass du mit 60, 63, 66 in Ruhestand gehen kannst. Und habe dann überlegt, meine Kinder sind alle sich selbstversorgend, sind selbstberufstätig. Ich muss niemanden versorgen. Das ist ja bei anderen ganz anders, die beispielsweise noch Kinder im Studium haben. Und habe dann gedacht, also ich kann diese Zeit vielleicht auf meine Weise nochmal nutzen. Es ist eine intensive Zeit. Ich habe inzwischen auch 7 Enkelkinder, die möchte ich aufwachsen sehen und nicht nur aus der Ferne. Und bin im Moment sehr dankbar, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, weil ich so eine Balance erstmal langsam finde zwischen weniger oder nichts tun, das wird es wahrscheinlich nicht geben, aber zwischen weniger tun und aber auch die Zeit auskosten, weil ich weiß, wie begrenzt Lebenszeit ist. Hm. Viele haben ja Angst vor diesem Schritt, also davor, vor dem Nichts eigentlich, ne? Vor dem Vakuum. Es fällt die Tagesstruktur weg, die Aufgaben fallen weg und viele definieren sich auch über den Job. Hatten Sie so ein bisschen Bammel auch davor? Wie ging es Ihnen? Nein, das hatte ich nicht. Nachdem ich die Entscheidung dann getroffen habe, habe ich mich eigentlich drauf gefreut. Aber wie gesagt, das ist bei Pfarrerinnen und Pfarrern natürlich so, predigen kannst du immer. Ja, also du kannst sonntags Gottesdienste halten, wenn du möchtest. Es ist nicht so, dass es von 100 auf 0 geht. Und ich denke, das ist in unserem System auch eine falsche Vorstellung. Also Menschen arbeiten, ich hätte das jetzt gemusst, bis zum 66. Geburtstag, 100% und dann geht es auf 0. Ich finde, wir brauchen ganz andere Vorstellungen von Übergängen. Die einen sagen, ich möchte weitermachen bis 74. Meine Kosmetikerin ist 74, die sagt, ach, ich habe da Lust zu, ich mache weiter. Andere sagen so, ab Mitte 50 würde ich gerne von der 40-Stunden-Woche langsam auf 30, 20, 10. Also Übergänge schaffen, damit es nicht so ein tiefes Loch ist, in das du fällst. Mhm, interessanter Gedanke auf jeden Fall. Jetzt sind Sie im Ruhestand, aber man muss sagen, wir haben ganz schön lange gebraucht, einen Termin zu finden, wo Sie zu uns kommen können. Man kann sagen, Sie führen kein typisches Rentnerleben, oder? Nein, das führe ich sicher nicht. Das gilt einerseits privat. Ja, ich habe das schon gesagt, also durch die Enkelkinder bin ich doch auch ja, gefordert wäre das Falsche. Also ich möchte präsent sein und ich sehe gerade in dieser Corona-Zeit, muss man sagen, dass meine Töchter und Schwiegersöhne natürlich auch Entlastung brauchen. Das ist so schwierig mit diesem Homeoffice. Da waren die Kitas geschlossen, die Schulen geschlossen. Da war ich schon froh, dass ich einspringen konnte. Und natürlich, ich schreibe weiter Bücher, kann endlich auch mal Lesungen machen. Dafür hatte ich in der Berufstätigkeit gar keine Zeit. Also ich mache oft Lesereisen dann auch. 3, 4 Lesungen hintereinander. Macht mir viel Spaß, weil das natürlich auch eine andere Resonanz ist auf ein Buch, wenn Leute dir sagen, die Passage fand ich ganz toll oder das habe ich nicht verstanden. Also das ist schon schön. Wie gesagt, ich predige auch regelmäßig, habe oft Einladungen dazu und versuche immer noch so diese Balance zu finden zwischen was tun, also nichts tun wäre für mich, wie gesagt, nicht die Alternative. Mich engagieren auch in der Gesellschaft, weil ich finde, wir Alten haben ja auch was zurückzugeben von dem, was wir in unserem Leben bekommen haben von der Gesellschaft. Und aber auch diesem Genießen, dass es ruhiger angeht. Also am meisten finde ich das morgens toll, dass ich nicht um 8 Uhr irgendwo erscheinen muss, sondern die Morgende ruhig angehen lassen kann. Sie können, aber Sie müssen nicht. Genau, also das ist ein großes Privileg und eine große Freiheit. Ich weiß auch, viele müssen, wie gesagt, weiterarbeiten bis zuletzt, aber das ist eine wirklich schöne Phase, weil du natürlich schon auch merkst, also ich bin nicht mehr so agil wie mit 40 oder 50. Ja, Sie machen aber immer noch viel, Sie schreiben auch Kolumnen, Sie machen auch 2 Podcasts, einen davon mit unserem Kollegen Tobias Glavion, heißt Was mich bewegt. Was bewegt Sie denn? Ich muss sagen, Tobias Glavion hat damals gesagt, finden wir denn da alle 2 Wochen wirklich ein Thema? Also das ist für mich überhaupt keine Frage. Es gibt so viele Themen, die liegen im Grunde auf der Straße, denke ich immer auch für die Kolumne, die ich jeden Sonntag schreibe. Also einerseits sind das die gesellschaftlichen Fragen, die uns umtreiben. Ja, Klimakrise, was sagt eigentlich der christliche Glaube dazu? Aber auch die persönlichen Sachen. Mhm. Ich finde interessant, dass die Menschen auch gerade so ein Thema wie, nehmen wir jetzt mal Geschwister, was heißt das eigentlich, was bedeutet dir das, Geschwister zu haben oder auch keine Geschwister zu haben, solche Themen, die sensibleren, die persönlicheren, das hat meistens die höchste Hörerinnenresonanz, das ist interessant. Was würden Sie denn sagen, genießen Sie am meisten in Ihrem jetzigen Lebensabschnitt?
Ich genieße am meisten die Freiheit. Das muss ich sagen, das selbst entscheiden zu können, ob ich jetzt zusage, heute zu Alpha und Omega zu kommen oder eben nicht. Ja. Und diese Unabhängigkeit von dem Druck, weil das muss ich schon sagen, natürlich ist da in unseren Berufen heute und gerade mit der Schnelligkeit der Medien, du sollst so schnell reagieren, auch ein großer, großer Zeit- und Leistungsdruck, der doch viele belastet. Sie sind nach Ihrer Pensionierung, haben Sie sich erst mal so ein halbes Jahr zurückgezogen, haben keine Termine wahrgenommen. Warum war Ihnen das wichtig und was haben Sie gemacht in der Zeit? Na, ich wollte schon erst mal ein bisschen Abstand gewinnen. Ich bin auch aus allen kirchlichen Gremien, Schirmherrschaften, Kuratorien und so erst mal ausgetreten, weil ich auch finde, die Nachfolger, Nachfolgerinnen müssen auch ihren Raum finden. Jeder macht es anders, jede macht es anders und muss dann auch frei von Vorgängern, Vorgängerinnen, die immer zu sagen, wie es eigentlich richtig war, Raum bieten. Das fand ich gut. Und ich finde, es ist auch wichtig, in der Phase mal zu fragen, wer bin ich eigentlich und was will ich jetzt machen? Ich würde jedem, der den Ruhestand vor sich hat, oder jeder, die den Ruhestand vor sich hat, raten, schon ein bisschen vorher mal zu überlegen, wie stelle ich mir das vor? Also mein Partner da ist gegangen wegen seiner Firma, die dann alle mit Mitte 50 sozusagen gerne aussortiert hat und hat gesagt, die ersten 3 Monate, das war wie so ein schöner langer Urlaub, angenehm. Und dann musst du dich aber irgendwie in eine Struktur begeben, sonst verlotterst du völlig, wenn der Tag keine Struktur mehr hat. Und ich finde, wir können auch vor der Pensionierung oder vor der Rente mal überlegen, wo will ich mich eigentlich engagieren? Ja, also viele Bereiche in Deutschland brauchen Ehrenamtliche. Ich nehme mal die Tafeln, ich nehme die Kirchengemeinden, alle leben davon, dass Ehrenamtliche sich engagieren, aber auch die Freiwillige Feuerwehr, alle möglichen Sozialprojekte. Und da finde ich schon gut, wenn man sagt, 1, 2 suche ich mir aus und sage, da gebe ich auch Zeit und Energie rein. Bei mir war das jetzt vor allen Dingen Terre des Hommes, das Kinderhilfswerk. Die haben mich gefragt, ob ich Botschafterin werden will. Das habe ich mir dann auch überlegt und habe gesagt, ja, das mache ich. Ist auch außerkirchlich, finde ich auch gut. Da mische ich mich nicht in alte Strukturen ein sozusagen. Und da würde ich sagen, sollte man vor der Pensionierung oder vor der Rente überlegen, wo will ich denn dann einen Schwerpunkt setzen? Sie haben gerade auch gesagt, das Thema Tagesstruktur setzen. Also meinen Sie damit, dass man sagt, ich stehe jeden Tag um 8 Uhr auf? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was also raten das Sie? Gibt es, bei einigen habe ich das erlebt, die sagen, also bei uns klingelt der Wecker um 7, damit wir Struktur in den Tag bekommen. Das, wie gesagt, ich genieße das jetzt morgens mal zu sagen, ich gucke mal, wie lange ich schlafe. Meistens ist es 7:30, also länger schlafe ich auch nicht. Aber zu sagen, ich habe auch bestimmte Struktur für mein Leben, also ich beispielsweise, wann ich die Enkelkinder hüte. Da habe ich mit meiner Tochter, die weiter entfernt lebt, 3 Tage im Monat jetzt festgelegt, weil sie sagt, wir brauchen dich und ich brauche es verlässlich. Das ist für mich dann auch gut. Ich weiß, diese 3 Tage bin ich dann in der Nähe von Mainz beispielsweise. Oder wir haben so einen Familienkalender, da wird dann auch geplant, wer, wann, wo, wie ist. Das ist in unserem riesen Familienkreis auch ganz notwendig. Und das finde ich wichtig, so eine Struktur und auch eine Perspektive zu haben, was kommt wann. Auch Termine sozusagen, auf die man sich freuen kann. Ja, das ist ja das Schöne eigentlich auch, dass du dich dann wirklich drauf freust. Und dann muss ich sagen, ich lebe im Grunde auch an 3 Wohnorten. Also ich habe eine Wohnung in Hannover, mein Partner hat eine Wohnung in Gießen und wir haben das Familienhaus, Familienferienhaus, das uns allen zusammengehört, auf Usedom. Dazwischen gibt es dann auch noch ständig Wechsel. Also es ist nicht langweilig, sage ich mal so. Viele nutzen so diese Phase in die dritte Lebensphase auch dafür zurückzublicken auf das eigene Leben. Sie haben Ihr Leben lang Tagebuch geschrieben. Wenn Sie da mal reinstöbern, wundern Sie sich manchmal auch so über die junge Margot? Das stimmt. Ich meine, man hat natürlich mehr zum Zurückblicken als zum Vorausblicken. Das bringt das Alter ja mit sich. Ich habe ein paar Mal tatsächlich nachgelesen jetzt im Tagebuch und ich muss sagen, ich schmunzel auch über die junge Margot. Ja, oh, was ich mich aufgeregt habe über Dinge, da bringt das Alter doch mehr Gelassenheit. Ich muss manchmal auch lachen über diese großen Gefühle. Und wenn ich heute junge Leute sehe, dann siehst du sie ja auch mit einem gewissen freundlichen Blick, würde ich sagen, dass du weißt, ja, das Leben, das reibt dir schon noch manche Kante ab, wenn du so ganz genau weißt, wie es richtig ist als junger Mensch. Da war ich aber auch so. Also ich wusste auch, klar, so muss sich alles verändern, die Welt, die Kirche, die Familie. Aber ich finde es auch ganz schön zu gucken, aber auch zu wissen, welche Tiefen es gab. Es waren ja nicht nur immer irgendwie, das Leben ist ja nie so ein Gleichklang, sondern es geht mal runter und dann geht es mal rauf. Und im Rückblick ist mein Eindruck, dass du eigentlich am intensivsten lebst, wenn es mal einen Bogen nach unten macht, das Leben und schwieriger wird.
Nur das würde ich niemandem sagen, der gerade in einer schwierigen Situation ist, weil das hilft in der Situation nicht. Was würden Sie denn sagen, hat Sie am meisten geprägt oder auch vorangebracht? Na, erstmal hat mich natürlich mein christlicher Glaube geprägt. Also irgendjemand hat mir mal gesagt, Sie haben Glauben zum Beruf gemacht. Also das ist Unfug, finde ich, sondern ich war davon als Jugendliche, als Kind im besten Sinne geprägt. Also ich war immer gerne in der Kirche. Das war für uns so ein sozialer Ort, an dem wir uns frei bewegen konnten. Wir hatten dann Disco-Keller, durften Rolling Stones hören, hätte man zu Hause nie gedurft. Ja, also die Kirche war eigentlich ein Freiraum. Und das hat mich von Anfang an geprägt und dann natürlich auch als Beruf. Und das andere sicher die Familie. Also das ist mir immer wichtig gewesen. Wir sind eine große Familie. Ich bin mit Geschwistern, Cousinen, Cousins im Umfeld aufgewachsen. Und eine Freundin hat neulich gesagt, du wolltest immer eine große Familie, du hast sie. Und das ist was, wofür ich ungeheuer dankbar bin. Im Rückblick guckt man ja auch, wofür kannst du dankbar sein. Ihre Kindheit hat die Sie auch sozusagen in Ihrem politischen Vorstellungen und auch Meinungen sozusagen geprägt, irgendwie hingeführt? Das denke ich auf jeden Fall. Ich meine, meine Eltern haben als junge Leute den Krieg erlebt. Also Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein, haben 48 die Kirchen der Welt formuliert, 1948. Mhm. Das wussten sie sicher nicht, aber das war genau ihr Grundgefühl. Das darf nie wieder passieren. Und dieses Friedensengagement, ich denke, das habe ich schon von zu Hause mitgenommen, habe ich später dann politisch und theologisch reflektiert. Aber das war was, was mitkam. Und das Ungerechtigkeitsgefühl, das war doch sehr stark. Was ist gerecht, was ist ungerecht? Und dass du dafür einzutreten hast, dass es gerade den Menschen am Rande gut geht. Das ist schon was, was ich mitgenommen habe. Und was das Thema Flucht betrifft, das merke ich inzwischen in den Diskussionen über Geflüchtete heute. Das ist sehr unterschiedlich, wie du deine Familie erlebt hast. Und die vielen, bei denen das noch tradiert ist, von Generation zu Generation, dass die Familie selbst Flucht aus Ostpreußen, Hinterpommern, dem Sudetenland erlebt hat, die sind wesentlich gnädiger mit ihrem Blick auf Geflüchtete heute, habe ich den Eindruck. Sie sind nach Ihrem Studium, Theologiestudium, in eine Kirchenwelt eingetreten, die doch sehr geprägt war, auch von Männern und von Hierarchien. Es war ja auch lange Zeit nicht selbstverständlich oder gar nicht möglich, dass Frauen Theologie studieren. Wie oft sind Sie denn an Grenzen gestoßen, weil Sie eine Frau waren? Ich persönlich habe das am Anfang überhaupt nicht richtig begriffen, weil meine Mutter war so aufgestellt, eine Frau kann alles machen. Das war ihre feste Überzeugung. Ich kannte gar keine Pfarrerin und habe das dann erst im Theologiestudium begriffen, dass es da Grenzen gab oder dass es nicht selbstverständlich war. In der ersten Stelle war es dann tatsächlich so, oder vielleicht schon vorher im Vikariat, da hatte ich schon ein Kind und da war auf einmal die Frage, also eigentlich ist Vikariat mit Kind nicht vorgesehen. Und was macht man jetzt mit dem Kind während des Vikariats? Das war so, wir waren zum Glück zwei Frauen in dem Kurs und mussten das aber für uns selbst irgendwie organisieren, wie das nun funktioniert mit Kind. Und es war nicht gern gesehen, das war zu merken. Und dann sind mein Mann und ich 85 ordiniert worden. Damals gab es zu viele Pfarrerinnen und Pfarrer und dann wurde gesagt, es gibt nur eine Alimentation pro Ehepaar. Müssen Sie sich entscheiden, entweder einer nimmt die Stelle oder Sie teilen. Dann hatten wir uns fest entschlossen zu teilen, aber ich war mit Zwillingen schwanger. Und dann kam die Pröbstin zu Besuch und versuchte mir klarzumachen, dass das doch Unfug wäre, also mit zwei kleinen oder dann drei kleinen Kindern eine halbe Pfarrstelle auszuüben. Da bin ich eingeknickt und habe dann gesagt, gut, das verstehe ich. Habe mich aber hinterher geärgert, weil du durftest dann ehrenamtlich mitarbeiten, aber verbeamtet wurde nur einer und habe dann lange Jahre gebraucht. Also viele sagen immer, ich hätte Karriere gemacht in der Kirche ganz früh. Das stimmt ja nicht. Ich habe mit 34 die erste eigene Stelle, volle Stelle jedenfalls gehabt. Bis dahin hatte ich immer mal einen Honorarauftrag oder eine halbe Stelle. Ja, und habe mich so durchgewurschtelt, wie Frauen das halt machen. Ja, und dann ging es relativ steil bergauf, kann man sagen, bis zur EKD-Ratsvorsitzenden. Ja, dann ging es relativ schnell, das kann man sagen. Ich war dann 2 Jahre Studienleiterin in Hofgeismar und war aber ganz gut vernetzt, weil ich ehrenamtlich im Ökumenischen Rat der Kirchen schon viele Jahre im Zentralausschuss war. Und von Hofgeismar aus kam dann für mich sehr überraschend die Anfrage, ob ich Generalsekretärin des Kirchentages werden wollte. Da waren wir gerade in Hofgeismar angekommen, irgendwie als Familie. Muss ich aber sagen, hat mein Mann dann gesagt, komm, mach, das ist eine tolle Chance. Und dann war ich 5 Jahre Generalsekretärin des Kirchentages und wurde gefragt, ob ich kandidieren würde fürs Bischofsamt in Hannover. Und dann habe ich gesagt, also das ist nichts für mich, Bischofsamt. Ich hatte ja auch Vorstellungen, wie ein Bischof aussieht und konnte das mit mir nicht vereinbaren. Und dann kam immer mal zufällig jemand aus Hannover vorbei und sagte, Sie können ruhig kandidieren, Sie werden da nicht gewählt, Sie sind viel zu jung und Sie sind nicht aus Hannover.
Und dann habe ich gedacht, ach doch, das könnte man doch zeigen, eine Frau könnte Bischöfin sein. Das war eher so eine Trotzreaktion, dass ich dann gewählt wurde, hat mein Leben dann völlig durcheinander gewirbelt. Gibt es denn rückblickend irgendwas, wo Sie sagen, das hätte ich anders machen sollen? Ach, ich sag mal, der Theologe Søren Kierkegaard hat gesagt, das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Mhm. Und insofern würde ich es nicht anders machen. Vielleicht würde ich bei manchem ein bisschen ruhiger sein. Ich bin jetzt 63, ein bisschen gelassener. Also ich habe mich auch immer schnell aufregen lassen. Aber im Grunde finde ich, auch im Nachhinein, jetzt mit ein bisschen Abstand, es war schon richtig zu sagen, wenn du gefragt wirst, warum solltest du dich nicht wählen lassen oder zur Wahl stellen für solche Ämter. Bei Ihnen hat in den vergangenen Jahren nicht nur beruflich eine berufliche Ära geendet, bei Ihnen ging es privat auch weiter. Sie sind mit Ihrer Jugendliebe seit einigen Jahren wieder zusammen. Andreas Helm heißt er und Sie haben zusammen auch ein Buch geschrieben. Es heißt Mit mutigem Schritt zurück zum Glück, weil uns das Leben immer wieder überrascht. Wie kam das denn, dass Sie ihn nach 40 Jahren wiedergesehen haben und auch zusammengekommen sind? Also wir sind jetzt über 7 Jahre wieder zusammen inzwischen und das war ein wirklicher Zufall. Also wir waren Jugendliebe in Stadt Allendorf. Wir waren zusammen im Posaunenchor und Kindergottesdienst haben wir gemacht und Jugendfreizeiten geleitet. Und da war es so, ja, waren wir jung verliebt. Der erste Kuss, so, was so passiert, wenn man so 15 ist, 14, 15. Und dann haben wir uns wirklich aus den Augen verloren, auch weil ich in die USA gegangen bin für ein Jahr. Und als ich zurückkam, war mein Vater gestorben. Meine Mutter hatte Haus und Werkstatt verkauft, ein neues kleines Häuschen gebaut von dem Ertrag. Und ich war dann aus diesen Bezügen allen raus. Wir haben uns wirklich nicht wiedergesehen. Er hat gesagt, er hat mich öfter mal von Ferne gesehen, auf Kirchentagen oder so. Und ist auch manchmal dann aufgezogen worden. Ja, hier deine alte Freundin, die Bischöfin und so. Aber er kam dann zu einem Vortrag von mir in Gießen an der Universität. Und also Remi-Demi nach dem Vortrag, wie das so ist, noch ein Buch signieren oder hallo. Und wir kennen uns doch. Und das wollte ich Ihnen noch sagen. Dann steht er plötzlich da und sagt, hallo, ich bin Andreas. Und ich musste erst mal ratatatatat. Und habe dann aber begriffen, es ist der Andreas, hat mich echt gefreut. Und dann haben wir erstmal ganz schnell Adressen, E-Mail ausgetauscht, weil ich weg musste. Und dann haben wir uns getroffen zu einem Essen und haben da begriffen, dass wir sehr parallele Lebenswege hatten. Also wir waren beide 26 Jahre verheiratet, sind dann geschieden. Wir haben beide 4 Kinder, 2 Mädchen heißen gleich, wir haben beide Zwillinge. Und diese Kinder sind alle innerhalb von 10 Jahren diese 8 geboren. Unsere Väter sind beide früh gestorben. Also es war so, das gibt's doch gar nicht, dass das so ähnlich war. Und dann haben wir uns noch ein paar Mal getroffen und haben gemerkt, dass wir gut anknüpfen konnten an damals. Was bedeutet es für Sie, heute Beziehung zu leben? Was ist anders als früher? Ja, ich sag mal, das ist schon sehr anders, ob du mit 15 verliebt bist in diesem Überschwall der Gefühle und denkst auch, alles ist möglich, die Welt steht offen und alles wird gut. Ich denke, das ist auch das Privileg der Jugend. Wenn du älter bist, hast du den Vorteil, du bist ein bisschen gelassener, ein bisschen ruhiger, aber du weißt natürlich, wenn du auch dich als Paar nochmal zusammentust, das ist die letzte Etappe. Ja? Also ich werde nicht mehr stärker, kräftiger, in irgendeiner Weise großartiger, sondern da kann sehr schnell auch Einschränkungen kommen, Alterseinschränkungen, die eben da sind. Mhm. Ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, Demenz, Alzheimer-Erkrankung. Ich hatte schon 2-mal eine Brustkrebsdiagnose, also ich weiß, dass das Leben endlich ist, dessen bin ich mir sehr bewusst. Und dann zu sagen, trotzdem, ich will die Etappe mit dir gehen, auch wenn es schwierig werden könnte. Sie sind von Ihrem ersten Mann, aus Ihrer Ehe sind Sie geschieden. Sie haben früher gesagt, meine Ehe ist gescheitert. Sehen Sie das heute auch noch so? Ich sehe das in der Tat inzwischen ein bisschen anders. Das sind jetzt 15 Jahre. Und ich treffe ja meinen ehemaligen Mann. Ich weiß immer nicht, gar nicht, wie man das sagen soll. Mein Mann ist wieder verheiratet, also ich treffe ihn ja regelmäßig bei Familienfesten. Wir haben auch unsere 7 Enkelkinder gemeinsam die Tauffeier gestaltet. Ja, also das ist ja kein Hass oder sowas. Und ich denke heute manchmal, wenn ich uns da sehe mit unserem ganzen Kinder- und Enkelsegen, das waren ja auch gute 26 Jahre. Es war nicht immer alles gut, klar, sonst hätten wir uns nicht scheiden lassen. Aber es war im Grunde doch auch kein Scheitern, wenn wir jetzt sehen, wie viel Segen da in diesen Kindern und Enkelkindern sind. Sicher wünscht sich jeder, dass die Ehe ein Leben lang hält, sonst würdest du das auch bei der Trauung ja nicht sagen. Das wünscht der Mensch sich doch. Und auch die Kinder würden immer am liebsten haben, dass alle, dass alles gut ist und alle zusammen sind. Aber heute würde ich sagen, wir haben auch eine wichtige Phase zusammen gut gestaltet. Und
von Scheitern würde ich heute so nicht mehr sprechen. Sie haben gerade schon angesprochen, dass im Alter eben auch man zerbrechlicher wird, Krankheiten kommen, Sie selbst die Erfahrung gemacht haben. Viele haben auch Angst vor diesen Erkrankungen. Würden Sie es bei Ihnen auch sich selbst als ein bisschen ängstlich in der Hinsicht bezeichnen? Ja, also Sie da das? Bin ich relativ angstfrei. Ich bin eher ein realistischer Mensch. Ich habe auch bei der Krebserkrankung, bei der ersten gesagt, also warum nicht ich? Wenn das jede vierte, fünfte Frau in Deutschland betrifft oder fünfte, sechste, ich weiß die Statistik gar nicht genau, könnte es auch mich treffen. Und ich sehe ja, dass Menschen auch unterschiedlich alt werden. Es gibt manche, die sind echt fit bis in die 80er, 90er rein, das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es anders ist, dass früher etwas kommt. Und ich bin eher der Mensch, der sagt, jetzt kommen wir leben jetzt heute. Ich bin sehr dankbar, wie ich heute leben kann. Und wenn was kommt an Herausforderungen, dann nehme ich die Herausforderung an. Und dann werden wir schon sehen, also wie wir mit der Herausforderung umgehen und dass das Leben endlich ist. Also gerade als Pfarrerin solltest du das wissen. Sie beschreiben ja auch gerade ein bisschen das Loslassen. Ne? Man lässt los von der Vergangenheit, von dem Beruf, von der Gesundheit, von der Energie. Vielleicht, was hilft Ihnen denn konkret beim Loslassen? Ich denke, der dankbare Blick zurück. Also es ist doch so, wenn ein junger Mensch stirbt oder schwer erkrankt, dann trauern wir ja ganz stark um das Leben, das er nicht leben durfte. Und wenn du älter wirst, dann kannst du ja dankbar sein für die Zeit, die du hattest, diese geschenkte Zeit. Das bin ich wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar. Und was hilft einem? Ich finde auch ein bisschen Humor tut ganz gut. Auch mal drüber lachen, dass nicht mehr alles so klappt. Ja, also ich sehe es ja, wenn ich mit meinen Töchtern gehe ich nicht mehr joggen. Jetzt habe ich gesagt, ja, die sind viel zu schnell, das schaffe ich nicht mehr. Ich gehe immer noch joggen, aber nicht in dem Tempo. Dass mir zu viel ein bisschen drüber lachen können, auch über die eigenen Einschränkungen, dass dies und das ist, dann tut ja schon wieder der Rücken weh. Aber auch Zuversicht. Also ich bin auch ein Mensch, die immer geglaubt hat, dass das Leben aus Gottes Hand geschenkt wird. Und eines Tages gebe ich mein Leben zurück in Gottes Hand. Und dann denke ich, kann ich ganz gut sagen, ich habe versucht, die Zeit zu nutzen. Und ich freue mich eigentlich so an der Jetztzeit und ich denke, dass ich die bewusster lebe als früher. Also wenn du in der Rush-Hour des Lebens bist, wie Sie jetzt in Ihrem Alter, so dann ist so viel ständig zu tun, dass du manchmal Zeiten hast, da denkst du zurück und dachtest, was war denn die letzten vier Wochen, die sind schon wieder um. Und wenn du älter wirst, bin ich schon überzeugt, lebst du bewusster die Zeit, die du hast. Hilft Ihnen dabei auch Ihr Glaube oder wie stark hilft er Ihnen auch so im Hinblick auf ein Leben nach dem Tod? Ja, der hilft mir auf jeden Fall. Ich möchte aber den Glauben nicht sehen, so à la Marx, ja, Opium des Volkes, mit dem man sich betäubt und sagt, im nächsten Leben wird alles ganz schön. Es ist für mich eher so dieses Zutrauen zu sagen, da ist eine Grenze, der Tod ist eine Grenze, aber er hat nicht das letzte Wort. Eine Frau hat mich mal gefragt, ihre Tochter hätte gesagt, Mama, wenn du mal stirbst, Kinder sind ja auch sehr direkt und die beschäftigen auch diese Fragen, wie finde ich dich denn im Himmel? Was sieht von mir, wollte sie wissen, was würden Sie denn dazu sagen, Frau Käßmann? Dann habe ich überlegt und dachte, oder habe ihr das vorgeschlagen, über die Liebe finden wir die Menschen, die verstorben sind schon. Wir hatten mal ein Gespräch mit meinen beiden Schwestern vor einiger Zeit, da saßen wir am Kaffeetisch und wir haben so über unsere Mutter so intensiv gesprochen, dass ich gedacht habe, wenn sie jetzt hier sitzen würde, ich wäre gar nicht überrascht. Also so können wir es, glaube ich, schon erklären. Die Liebe geht über den Tod hinaus und meines Erachtens ist das auch die Auferstehungserfahrung der Jüngerinnen und Jünger, dass diese Beziehung so stark war, dass der Tod sie nicht zerstören konnte. Und so glaube ich an die Liebe Gottes, wie es dann sein wird, weiß ja keiner. Also ich vertraue erstmal darauf. Wie es sein wird, weiß ich nicht, aber das Bild, dass alle Tränen abgewischt sein werden, Not, Leid, Geschrei, ein Ende haben und den Tod gibt es auch nicht mehr, das finde ich eine schöne Vision der Bibel. Jetzt kann ja die Zeit von dem Eintritt in die Rente, in die Pension bis zum Tod noch sehr lange sein. Wie nehmen Sie denn das Bild der Gesellschaft von älteren Menschen wahr? Ja, das ist natürlich, wenn du älter wirst, guckst du kritischer darauf. Ich habe den Eindruck, alle wollen ganz alt werden, aber keiner will alt sein. Joachim Fuchsberger hat mal ein schönes Buch geschrieben, Alt werden ist nichts für Feiglinge. wir sehen das auch im Fernsehen, ja, also die Rollen von 60-Jährigen, die werden von 40-Jährigen gespielt. Ich finde, wir brauchen in der Öffentlichkeit auch mehr Bilder vom Alter und dass es nicht so schrecklich ist. Ich möchte den Leuten auch Mut machen und sagen, klar gibt es da Einschränkungen, aber es gibt auch ganz viel Tolles, eben nicht mehr diesen Zeitdruck, diese gewisse Altersgelassenheit, diese intensivere Freude am Leben. Also ich finde, ehrlich gesagt, das ist im Moment für mich
glaube ich, echt fast die schönste Etappe. Hätte ich auch nicht gedacht. Was können die älteren Menschen denn auch in der Gesellschaft beitragen und wird das eigentlich ausreichend gewertschätzt? Ich finde, sie sollten sich nicht aufdrängeln nach dem Motto, ich muss jetzt noch überall dabei sein und ich weiß es besser. Also solche kenne ich ja auch zuhauf. Aber wenn du da bist und sagst, wenn mein Rat gebraucht wird, bin ich da. Manchmal habe ich auch den Eindruck, die Älteren haben dadurch, dass sie mehr Ruhe und Zeit haben, auch mehr diesen Ort des Gesprächs, den wir brauchen. Die Jungen sind so unter Druck, unter diesem ewigen Zeitdruck, bei Facebook noch schnell was posten und bei Instagram und den nächsten Tweet noch lesen, die kommen ja kaum zum Luftholen. Und dann jemanden zu finden, auch für die Kinder, die einfach Zeit haben. Das ist ja auch das Privileg der Großmütter, sage ich immer. Wenn ich mit meinen Enkeln zusammen bin, dann habe ich auch Zeit. Dann bin ich nicht unter Druck und muss noch eine Waschmaschine schnell machen oder die nächste Predigt schreiben. Viele haben ja auch Angst vor Einsamkeit. Was raten Sie diesen Menschen dann? Ich denke, auch da solltest du dich vorbereiten, wie mit der Frage, wo will ich mich ehrenamtlich noch einbringen? Beziehungen wollen gepflegt werden, gerade auch Freundschaften. Ich denke, wir sollten in unserem Leben Zeit in Freundschaften investieren, damit diese Freundschaften uns dann auch begleiten. Ja. Eine ganz kurze Frage noch zum Schluss. Was ist denn für Sie die Zauberformel? Wie wird man im Alter glücklich? Also dann denke ich, kannst du sagen, hader nicht mit dem, was war und denk nicht ständig über das nach, was kommt, sondern freu dich an der Zeit, die du hast. Frau Käßmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Margot Käßmann, vom Glück älter zu werden, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke auch für Sie, fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.